Hallo und herzlich willkommen zum Tagesorakel und der Abendbotschaft am Sonntag. Wir schauen hinein, was bringt uns der Sonntagabend und wie beginnt die neue Woche für euch alle. Und da wird schon eine Karte raus, ja. Einfachheit, wir sollen alles sehr einfach nehmen. Eine Entscheidung wartet auf dich, beziehungsweise kommt auf dich zu und das mit ganz, ganz, ganz großen Schritten, also ganz schnell. Und wie beginnt die Woche? Wir werden Ordnung schaffen für ein neues Leben und sind mit der Transformation jetzt endlich aus dem Grau wieder im Farbbereich drin. Also wir kolorieren unser Leben. Die Woche fängt also richtig gut an für alle. Und wir können wirklich auf diesen Neuanfang jetzt auch setzen und vor allen Dingen auch bauen. Das finde ich doch mal hervorragend. So, meine Lieben, dann schauen wir uns an, wie sieht es für die einzelnen Zeichen denn aus. So, also, Vorsicht vor einer Intrige, vor falschen Nachrichten und Lügen für die Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze. So, auch hier nochmal Warnung vor falschen Gefühlen, eine Einsicht zeigen in Sachen Liebe bei den Erdzeichen. Das sind Stier, Jungfrau, Steinbock. Für die Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermann, ist diese wirklich der Aufstieg ganz klar zu sehen in 5D. Perfekt. Ein bisschen Kummer haben die Wasserzeichen, diesen emotionalen bisschen aus der Bahn, am Montag zumindest. Aber auch da geht es aufwärts für die Krebse, Skorpione und Fische. Von meiner Seite, mucho, mucho, amore.